Damit ihr einmal so einen Status habt, wie es weitergeht, mache ich hier einmal so ein Video, wo ich einfach den aktuellen Stand zeige. Und draußen geht's los. Außen hat sich ein bisschen was getan. Also die Felgen sind ja jetzt neu mit den neuen Reifen natürlich. Der Griff, da ist noch alles beim Alten, der muss noch gemacht werden. Die Zierleiste sitzt auch noch nicht richtig. Die Seitenblinker sind einmal getauscht worden. Der Griff ist ja neu, funktioniert alles wieder. Und das hier ist einmal abgeklebt, damit da kein Dreck reinkommt. Und ganz standesgemäß jetzt auch mit GTI-Emblem. Also, und die Tür soll wegen der Beulen ja getauscht werden. Deswegen ist das auch schon mal so weit vorbereitet, dass hier alles leer ist. Das berühmte Klebeband in den Scheiben braucht man eigentlich gar nicht, wenn man das so macht wie ich und hier einfach so ein Stück Holz festschraubt. Eine Ewigkeit später. Nach einer halben Ewigkeit ist jetzt endlich die heile Tür drin und natürlich auch ein heiler Fensterheber. Auch im Innenraum hat sich einiges getan. Und zwar sind die Blenden, die vor Wurzelholzoptik hatten, jetzt geschwärzt. Auch in der Mittelkonsole. Nur den Getränkehalter, den habe ich so gelassen, wie er war, weil ich das Symbol gerne behalten möchte. Und wenn ich das überlackiere, ist das natürlich weg. In der Mittelkonsole ist außerdem ein neues Radio reingekommen, das natürlich gebraucht ist, aber original aus dem Golf 4 stammt. Da gehört eigentlich noch ein CD-Spieler zu, den habe ich aber weggelassen, weil mir ist dieses Fach lieber und CD höre ich nicht mehr. Was mich aber weiterhin stört, ist einerseits die Optik hier vom Schalthebel, als auch der Zustand. Also die Linse, die wackelt hier oben lustig rum. So, und ist kaum noch zu lesen. Da habe ich mir jetzt was Neues besorgt. Und zwar habe ich hier auch tolle Papierware. Ja, falls das jemand dann zum Vergleich haben möchte. Hier haben wir die Teilenummer. Einen neuen Schaltknauf. Der stammt aus dem 25 Jahre Sondermodell. Die Linse stimmt, weil ich habe ein Fünfganggetriebe. Und das Schöne ist, er hat blaue Nähte und die passen natürlich wunderbar zu den blauen Recaros. Ich hoffe, ihr stimmt mir da soweit zu. Und was ich fast vergessen hätte, sind die Polster. Das ist komplett neu. Das hier ist eins aus einem Beifahrersitz. Und der Beifahrersitz selbst war ja noch gut. Also da hatte ich mir einen zweiten Sitz geholt und ein komplett neues Polster. Als nächstes ist das Fahrwerk an der Reihe. Bis dahin, macht's gut.